Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Sendereihe hier auf TV Berlin, eine Strategie für Deutschland. Wir wollen uns heute mit einem Thema beschäftigen, welches lange Zeit und immer mal wieder entweder banalisiert wurde, vernachlässigt wurde oder sogar relativiert wurde, es aber im Grunde zu keiner Zeit war. Die Rede ist vom Linksextremismus. Wir wollen uns heute unterhalten, wie gefährlich ist Linksextremismus eigentlich. Wieder ins Bewusstsein der Deutschen ist das Thema gekommen durch den Prozess gegen Lina E. und einige ihrer Gesinnungsgenossen. Ein Prozess, der übrigens aus meiner Sicht ja deutlich macht, wie gefährlich der Linksextremismus in Deutschland nach wie vor ist, wie brutal er ist und ja, wie gefährlich. Linksextremismus in unserem Land, darüber möchte ich sprechen heute Abend. Wie immer an meiner Seite, und ich freue mich darüber, Gerhard Schindler, der ehemalige Präsident des Bundesnachrichtendienstes, und Hans-Georg Maaßen, der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Hans-Georg Maaßen, 2014 war es, da hat die SPD-Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Frau Schleswig, gesagt, Linksextremismus ist ein aufgebauschtes Problem, sprach es und strich fortan alle Programme gegen linke Gewalt. Hat sie sich einfach nur geirrt oder sehen Sie da so eine Art Methode dahinter? Ich sehe darin Methode. Die SPD hat mittlerweile, sage ich mal, ein geklärtes Verhältnis zum Linksextremismus. Es ist nicht mehr ungeklärt. Es gibt einen fließenden Übergang, würde ich sagen, von der SPD bis jedenfalls in den Linksextremismus. Man schaut mit beiden Augen bewusst weg, wenn es linksextremistische Gewalt gibt. Man schaut mit beiden Augen weg, wenn Linksextremisten sich zusammenrotten, ob es nun in Hamburg war, beim G20-Gipfel, ob es in Leipzig-Konnewitz war. Es wird verharmlost, bagatellisiert, bis hin, dass es sogar Politiker in der SPD gibt, die sagen, Gewalt ist per se rechts, das können keine Linksextremisten sein. Gerhard Schindler, können Sie sich erklären, warum das so ist? Also wir erleben ja nach wie vor, Hans-Georg Maaßen hat einige Beispiele ja genannt, G20 etwa in Hamburg und Konnewitz, all die Dinge sind ja bekannt. Die Überfälle jetzt, weshalb auch Lina E. verurteilt wurden, kamen wieder ins Bewusstsein. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum Angriffe auf Polizeibeamte, ob Sachbeschädigung oder, warum man trotzdem immer wieder das Gefühl der permanenten Verharmlosung und Banalisierung hier hat, wenn es um linke Straftaten geht? Also ich kann nur als Küchenpsychologe an die Sache herangehen. Das muss man sicherlich näher und tiefer untersuchen. Aber ich glaube, das hat etwas mit den Zielen zu tun. Also wenn Klimakleber, die ja Straftäter sind, eindeutig von der Mehrheit der Bevölkerung als solche auch empfunden werden, von der Mehrheit der Bevölkerung auch nicht akzeptiert werden, dann gibt es immer wieder die Erklärungsversuche, ja, aber die wollen ja letztendlich doch etwas Gutes für diese Gesellschaft, die wollen ja das Klima retten und. Oder wenn es eben Straftaten gibt im Zusammenhang 2017, wir erinnern uns ja noch alle an diese schweren bürgerkriegsähnlichen Krawalle in Hamburg bei dem G20-Treffen in Hamburg, da wurde auch Verständnis geäußert, ja, es geht ja darum, im Grunde genommen, ich sage jetzt mal salopp, die Welt zu retten gegen diesen Kapitalismus, diese Globalisierung ist des Teufels, und es gibt einige wenige Anständige, die den Mut haben, dagegen aufzustehen. Also diese Ziele finden viele ganz gut, und das führt natürlich, so eben meine bescheidene Analyse, das führt zu einer Verharmlosung dieses Phänomens, während man das auf der rechten Seite beileibe nicht sagen kann. Ich schmunzle deshalb, Herr Schindler, weil Sie jetzt gleich auf die Klimakleber gegangen sind. Sind die Klimakleber für Sie Linksextremisten? Die Frage war ja nach dem Linksextremismus. Jetzt reden wir von Straftätern, gar keine Frage, aber sind das schon Linksextremisten? Also ich glaube schon, dass sie Linksextremisten sind, sondern sie sind ja Straftäter, sie sind auch organisiert, also eine kriminelle Vereinigung. Und wir haben ja auch, Gott sei es gepriesen, einige Strafverfahren gegen diese Gruppierung. Und insofern sind alle die formalen Voraussetzungen erfüllt, sie auch als Linksextremisten einzustufen. Ich will noch mal fragen, als ehemaliger Präsident des Bundesnachrichtendienstes, vielleicht auch Hans-Georg Maaßen, eine Frage für den Verfassungsschutz.
das Stichwort Internationalisierung spielt ja immer eine Rolle. Bei Lina E. haben wir ja ohnehin erlebt, dass sich ja nicht nur auf Deutschland sozusagen bezogen wurde, sondern dass es Überfälle in Budapest gab. Man liest von Ausbildungszentren außerhalb Deutschlands, außerhalb Europas sogar. Wie sieht es eigentlich aus mit der Vernetzung von Linksextremisten? Welche Erkenntnisse gibt es da? Und gibt es sie überhaupt? Ist sie groß? Ist sie klein? Was kann man dazu sagen? Ich glaube, das ist ja nichts Neues, dass sich solche extremen Ränder auch vernetzen. In einer Welt, wo im Grunde genommen der gesamte Alltag von uns auch letztendlich vernetzt ist, angefangen vom Reisen, beim Urlaub, aber auch wenn man die dienstlichen Aspekte sieht, früher war man ja froh, wenn man Deutschland im Griff hatte. Heute geht ohne Europa eigentlich gar nichts. Und insofern ist diese Vernetzung, die ja allenthalben zu spüren ist, natürlich auch in diesen kriminellen Bereichen erfolgt, sowohl rechts wie auch links. Und wir können uns noch gut an diese Beispiele erinnern bei der Roten Armee-Fraktion, die ja ihre Ausbildungslager außerhalb Deutschlands gehabt hat, die ja Unterstützung außerhalb Deutschlands erhalten hat. Und so ähnlich muss man sich das auch bei dem linksextremistischen und im Übrigen auch beim rechtsextremistischen Bereich vorstellen. Haben die Sicherheitsbehörden diese Dinge eigentlich im Blick? Also zu den verschiedenen Tagen X, wie es so schön hieß, wurde ja immer sozusagen europaweit mobilisiert. Also die Sicherheitsbehörden haben natürlich die Internationalisierung des Extremismus im Blick. Ich würde schon einen Unterschied sehen. Beim Rechtsextremismus ist das wesentlich zaghafter, diese Internationalisierung, weil Rechtsextremismus per se an die Nation anknüpft und an die Überhöhung des Nationalgefühls, während der Linksextremismus seit jeher eigentlich eine internationalistische Agenda vertritt. Ich glaube, in den 70er, 80er Jahren, als wir in Deutschland das Problem mit der RAF hatten, in anderen westeuropäischen Ländern man auch Probleme mit linksextremistischen Terrorgruppen hatte, war diese Vernetzung noch offensichtlicher gewesen. Heute sieht man sie nicht ganz so deutlich, wo es einmal, als der damalige Präsident Trump davon sprach, dass die Antifa eine Terrorgruppierung ist. Dann ist in Deutschland klar gewesen, aha, die Amerikaner haben auch eine Antifa. Antifa ist also kein typisch deutsches Produkt, sondern in anderen Ländern gibt es auch die Antifa. Und in der Tat, die Antifa gibt es in vielen Ländern. Die Antifa, ich würde sagen, ist chaotisch organisiert und nicht hierarchisch. Es gibt nicht den obersten Antifanten, der irgendwo sitzt und Weisungen nach unten gibt. Jedenfalls dieses System ist mir nicht so bekannt, sondern es gibt diese Antifa-Zellen in unterschiedlichen Städten in Deutschland mit verschiedenen abgewandelten Namen und auch in unterschiedlichen Städten Europas und in den USA, die aber nach einem einheitlichen, ich sage mal, politisch-ideologischen Kochbuch vorgehen und die gleichen politischen Ziele verfolgen. Aber autonom agieren. Weitgehend autonom agieren. Was macht den Linksextremismus Ihrer Meinung nach so gefährlich? Also aus meiner Sicht macht es der Linksextremismus ist aus meiner Sicht deshalb gefährlich, weil ich sag mal die freiheitliche Gesellschaft schaut bei Extremismus vor allem auf Gewalt. Ja, wir haben anfänglich über die Hammergruppe gesprochen, der Antifa, die in Dresden mit Lina Engel verurteilt worden ist. Gewalttaten führen bei jedem Bürger, auch wenn er sich mit Politik nie beschäftigt hat, dazu, dass die Alarmglocken läuten. Was aus meiner Sicht den Linksextremismus ganz besonders gefährlich macht, ist, dass es einen legalistischen Linksextremismus gibt, der nicht gewaltorientiert ist, der jedenfalls keine Gewalt direkt anwendet, sondern der die Strukturen unterwandert, der in Parteien reingeht, in Behörden reingeht, in Fernsehsender reingeht und wo wir heutzutage in Fernsehsender Unterstützer der Antifa, der Roten Flora haben, wo wir heute in Parteien Unterstützer der Antifa haben, die sich mittlerweile auch schon freimütig outen. Das macht aus meiner Sicht die Situation besonders gefährlich, weil bei dieser Unterwanderung von freiheitlichen Institutionen, ob Staat, Parteien oder Rundfunkanstalten, diese Warnglocken nicht läuten und man das erst schleichend spürt und jetzt das Ergebnis in Teilen auch schon sieht. Teilen Sie das, Gerhard Schindler? Und wenn Sie das teilen, haben wir in Deutschland ein Definitionsproblem zwischen linksextrem und linksdemokratisch?
Also Definitionsprobleme haben wir en masse in Deutschland, wobei ich das Problem eben gar nicht an der Definition festmachen möchte. Ich bin ein bisschen anderer Meinung wie Hans-Georg Maaßen. Also ich teile seine Auffassung, aber für mich ist der gefährliche Aspekt doch eher der Gewaltaspekt. Und zwar, wenn ich Sie einfach mal mitnehmen darf, wenn man sich betrachtet, wie entwickelt sich das Ganze, in dem wir hier leben? Morgen stehen wir auf, leben, verrichten unsere Arbeit, gehen abends ins Bett. Und diese Gesellschaft scheint für uns ja irgendwie stabil zu sein. Und man will ja genau das nicht, was Hans-Georg Maaßen auch treffend beschrieben hat. Man will in die S-Bahn einsteigen ohne Gewalt, man will Auto fahren ohne Gewalt, man will vernünftig mit den anderen Menschen auskommen. Und dann stellen wir eben fest, die Straftaten nehmen zu. Wir haben ja die derzeitige polizeiliche Kriminalstatistik hat ja gezeigt, dass wir einen gigantischen Aufschwung nach oben haben. Über 5,6 Millionen, wenn ich das recht in Erinnerung habe, Straftaten in Deutschland. Es gibt ja nicht nur die PKS, es gibt ja auch die PMK. Komme ich gleich dazu. Okay. Es gibt innerhalb der polizeilichen Kriminalstatistik die Gewalttaten, die noch mehr gestiegen sind als insgesamt die Straftaten. Das heißt, die Gewalt nimmt in Deutschland Tag für Tag zu. Dann haben wir genau, wie Sie sagen, die politisch motivierte Kriminalität, die ja jetzt auch die Zahlen veröffentlicht worden sind. Und auch die politisch motivierte Kriminalität ist ja nicht nur angestiegen, sondern drastisch angestiegen. Und wenn man das einmal vergleicht, wir haben rund 59.000 Straftaten, dann könnte man meinen, das ist wenig im Verhältnis zu den 5,6 Millionen insgesamt Straftaten. Mhm. Aber wenn wir mal sehen, von 2013, also 10 Jahre vorher, bis heute hat sich das Ganze verdoppelt. Verdoppelt. Die politisch motivierten Straftaten sind einfach doppelt geworden. Dann muss man, jetzt bin ich wieder naiv und sage, dann hat sich auch die Bereitschaft, politisch Straftaten zu begehen, in der Bevölkerung verdoppelt. Das ist doch für mich ein Warnsignal ohnegleichen. Wir haben steigende Kriminalität, steigende Gewalt, steigende politische Straftaten. Und wenn wir uns nochmal die Gewalttaten innerhalb der politisch motivierten Kriminalität ansehen, egal ob rechts oder links, auch dort haben wir wieder Anstiege zu verzeichnen. Und da mache ich mir Sorgen, weil ich mir sage, ist diese Gesellschaft, in der ich eben gerne lebe, ist die überhaupt fähig, sich gegen diese Phänomene ausreichend zu wappnen und zu rüsten, wenn auf der einen Seite die Ziele verharmlost werden, wenn auf der anderen Seite Lina E. immer noch frei rumläuft, obwohl sie zu 5 Jahren und 3 Monaten verurteilt worden ist, verstehe ich nicht. Wenn wir bei bestimmten Straftaten sagen, das können wir gar nicht verfolgen, weil da ist der Datenschutz davor und. Sind wir eigentlich in der Lage, die Gefahr zu erkennen, die uns dort droht, an Zahlen belegbar? Und wollen wir das überhaupt? Und da, denke ich, müssen wir noch mal ernsthaft drüber nachdenken. Das ist ein interessanter Ansatz, Hans-Georg Maaßen. Gerd Schindler hat ja gerade eine Zeitschiene aufgemalt, im Übrigen für unsere Zuschauer noch mal. Wir haben uns vor der Sendung darauf verständigt, kein juristisches Kolloquium hier abzuhalten über die Frage, warum Lina E. jetzt nach dem Urteilsspruch wieder auf freiem Fuß ist. Es bleibt uns allerdings alle gemeinsam, wie wir hier sitzen, ein Rätsel. Hans-Georg Maaßen, die Zeitschiene, die Gerd Schindler aufgemacht hat. Es gab ja mal eine Zeit in Deutschland, da gab es so etwas wie einen antitotalitären Konsens. Mein Eindruck ist, der ist schon länger aufgebraucht. Da spielt genau das rein, was Gerd Schindler gerade gesagt hat. Die Frage, die sich immer wieder stellt, wie kommt so etwas eigentlich? Wieso werden bestimmte Dinge einfach so behandelt, so vernachlässigt, ich sage nochmal, banalisiert, so relativiert? Warum hat man eigentlich den Eindruck, dass Links- und Rechtsextremismus in der Gesellschaft, in der wir leben, nicht gleichermaßen geächtet werden mehr? Ich teile Ihre Einschätzung oder Ihren Befund. Ich persönlich als Verfassungsschutzpräsident war seinerzeit der Auffassung gewesen, die Begriffe Rechtsextremismus und Linksextremismus sind reine Arbeitsbegriffe und sollten eigentlich einem einheitlichen Extremismusbegriff weichen.
weil es ist eine künstliche Unterscheidung, Linksextremismus, Rechtsextremismus. Gerhard Schindler hatte vorhin angesprochen, das Thema Klimaaktivisten. Da muss man sich wirklich fragen, ist das der wirkliche, typische Linksextremismus oder ist das nicht etwas anderes? Das Gleiche gilt, wenn man an die Tierrechtsextremisten denkt, die zum Beispiel Schlachthöfe und Schweinezuchtfarmen überfallen. Ist das typischer Linksextremismus? Ich meine, nein. Ich bin eher dafür, man muss einen einheitlichen Extremismusbegriff haben. Und dieser einheitliche Extremismusbegriff, wenn man ihn hätte, würde letztendlich auch nicht mehr dazu führen, dass man unterscheidet zwischen dem guten Extremismus, der von der politischen Linken als der Linksextremismus angesehen wird, und dem bösen Extremismus, der Rechtsextremismus ist. Sondern das Entscheidende muss sein, wollen diese Menschen, die Gewalt anwenden oder die legalistisch versuchen, den Staat zu unterwandern, eine andere Gesellschaftsordnung? So, das muss das entscheidende Kriterium sein. Aber um zurück zu Ihrer Frage, mein Eindruck ist, die politische Linke kapriziert sich auf den Linksextremismus als der gute Extremismus, so wie Gerhard Schindler vorhin gesagt hat. Die Ziele sind ja richtig, es sind achtenswerte Ziele, nur die Mittel, die werden verurteilt. Und auf der anderen Seite der Rechtsextremismus, wo die politische Linke sagt, die Ziele sind nicht ehrenwert, die werden verurteilt und deswegen wird es unterschiedlich behandelt. Ich bin persönlich der Auffassung, es kann gar nicht auf die Ziele ankommen, ob die Ziele ehrenwert sind oder nicht. Es kann nur darauf ankommen, ob die Extremisten einen anderen Staat wollen, nämlich die freiheitlich-demokratische Grundordnung abschaffen, ein Kommandostaat, in dem von oben nach unten vorgegeben wird, wie wir zu herrschen haben. Und das ist verwerflich. Und dafür, für Ihren Vorschlag sozusagen, den Extremismusbegriff anders zu definieren, links und rechts wegzunehmen, sondern sagen, das sind alles extreme Straftaten, denen man begehen muss. Dafür gab es keine politischen Mehrheiten. Ja, ich bin leider zu früh in ein, zwei Ruhestand versetzt worden. Ja, sehr gut. Vielleicht ändert sich aber, meine Herren, jetzt etwas im Bewusstsein der Deutschen. Es gibt ja eine aktuelle Umfrage von YouGov. Da sagt eine Mehrheit von 59%, ich finde, das ist ordentlich, dass sie den Linksextremismus aktuell als reale Gefahr ansehen. Wie beurteilen Sie das Ergebnis der Umfrage? Also haben Sie Hoffnung oder verbinden Sie die Hoffnung damit, dass sich gegebenenfalls im Bewusstsein der Menschen etwas geändert hat und weiter ändern wird? Oder sagen Sie, so eine Umfrage gab es eigentlich auch schon immer mal wieder in den letzten 20, 30 Jahren. Es hat sich trotzdem nichts geändert, weil wir trotzdem bei G20 und trotzdem bei all den Dingen, die Ausschreitungen Leipzig, Konnewitz etc., pp., die wir heute schon besprochen haben, am Ende trotzdem nichts geändert hat. Macht so eine Umfrage eher Mut? Fühlen Sie sich zum Beispiel in Ihrer Einschätzung, Ihrer Arbeit bestätigt? Ich bin da wirklich, so wie Sie das angedeutet haben, skeptisch, ob sich da tatsächlich real das auswirkt. Denn ich kann mich noch gut daran erinnern, 2017, nach diesen bürgerkriegsähnlichen Zuständen in Hamburg, also wo man das ja nicht mehr wegdiskutieren konnte, wo man also gesagt hat, was ist hier in Deutschland, in dieser Großstadt Hamburg passiert, wo vor den Augen der Polizei das ganze Stadtviertel links niedergemacht wurde, gebrannt hatte, also Bilder, die man sonst nur eben in bürgerkriegsähnlichen Situationen sieht. Und dann war ja da auch ganz klar, dass die Bevölkerung, die diese Bilder gesehen hatte, bei der Frage, was halten Sie denn für gefährlich für den Bestand unserer Gesellschaft, den Linksextremismus genannt hat. So. Rausgekommen ist jedenfalls nach meinem Dafürhalten nichts. Es hat sich nichts geändert. Wir stehen heute genauso da wie 2017. Und ich befürchte, wir werden in den weiteren nächsten 5 Jahren wiederum genauso dastehen, wie wir heute dastehen. Ich glaube, wir brauchen es auch nicht immer, oder wir sollten es auch nicht festmachen an einzelnen Punkten oder an einzelnen Zeitpunkten, Vorfällen oder Zeitpunkten, sondern wir brauchen, und ich werde nicht müde, das zu predigen, wir brauchen einen Diskurs über Sicherheit. Wir brauchen einen Diskurs darüber, was diese Gesellschaft will und was sie nicht will, im Sinne von Sicherheit. Wir müssen also solchen Leuten, die strafrechtlich Politik begreifen wollen, die strafrechtlich Politik machen wollen, denen müssen wir ihre Grenzen zeigen, und zwar knallhart ihre Grenzen zeigen. Denn ich glaube nicht, dass man mit denen noch im Rahmen eines Diskussionsverfahrens
oder Mediationsverfahrens oder im Rahmen einer sonstigen Weichmacher-Komponente irgendwie klarkommen kann, sondern dort hilft nur eins, klare Kante dieser Gesellschaft nach dem Motto, das lassen wir uns nicht bieten, so wollen wir nicht zusammenleben. Wir wollen diskutieren, wir wollen eine Demokratie haben, wir wollen eine freie, offene Gesellschaft, aber keine Gewalt. Keine Gewalt. Und wer das nicht beachtet, der muss eine reinkriegen. So, und dass wir es zulassen, dass nach der guten Verurteilung von Lina E. solche Demonstrationen in Leipzig und anderswo geschehen, und dass dann die Polizei einen Tag später von vielen Politikern in die Ecke gestellt wird, weil sie einen Kessel gebildet hat und arme Demonstranten, die vorher die Autos in Brand gesetzt haben, die mit Steinen und Molotow-Cocktails geschmissen haben, und arme Demonstranten dann eben festgehalten hat, um ihre Identität festzustellen, und wo dann die Rechtmäßigkeit dieses Polizeieinsatzes öffentlich bezweifelt worden ist, das ist wirklich ein Unding. Also aber das hast du ja immer, Hans-Georg Maaßen. Also ich erinnere mich auch an Diskussionen, wo eher linke Menschen sagen, ja Henkel, das ist ja klare Kante. Aber es gibt das Strafgesetzbuch und wenn man die kriegt, werden die verurteilt und Diskussion im Grunde erledigt. Ich kann mich auch noch an die ein oder andere Diskussion aber das ist im Fernsehen erinnern, nach G20 sofort, wo man, ich habe mir Jutta Ditfurth im Ohr und dachte, um Gottes Willen, auf welcher Veranstaltung war diese Frau eigentlich? Worüber redet sie eigentlich? Aber so eine Stimme wird es immer geben. Nein, das ist durchbreche ich sozusagen diese Spirale des Verharmlosen. Naja, das liegt an der politischen Linken, die sich im gleichen Boot sieht, wie die gewaltbereiten Extremisten. Das ist die Agenda der interventionistischen Linken. Die interventionistischen Linken, die bilden eine Klammer des gesamten Linksbereichs. Wir kritisieren uns nicht für die Einsetzung der Mittel, wenn wir die gleichen Ziele verfolgen. Und die politische parlamentarische Linke und in den Medien, die macht es mit. Und das sieht man dann schon bei der Fernsehberichterstattung, die damit anfängt. Wenn Stadtviertel abgefackelt werden, wenn auf Polizeibeamten eingeschlagen wird, heißt die Berichterstattung, Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten. Man stelle sich mal vor, es gibt einen Banküberfall und die Nachrichten berichten, es gab in der Bank eine Auseinandersetzung zwischen Bankräubern und der Polizei. Nein, es war keine Auseinandersetzung zwischen Polizei und Demonstranten. Es sind schwerste Gewalttäter, die die Polizei angegriffen haben. So, aber mit diesem Wording wird schon seit Jahren agiert. Ja, das ist ein, wenn man die Nachrichten schon, ich sage mal, von Anno Tobak sieht, 1. Mai in Berlin, schon in den 80er Jahren, immer Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten. Erstens keine Demonstranten, sondern Gewalttäter und keine Auseinandersetzung zwischen Polizei und Gewalttäter, sondern die Gewalttäter gehen vor. Die Gewalttäter agieren und greifen Polizei. Und das Zweite ist, das ist auch eine klassische linke Taktik, zu sagen, also die Polizei hat überzogen. Ja? Falsche Strategie. Der Polizeipräsident muss zurücktreten oder wir machen einen Untersuchungsausschuss. Er hätte deeskalieren müssen. So, das haben wir in Berlin noch und nöcher gesehen. Das haben wir gesehen beim G20-Gipfel. Damit lenkt man ab, der eigentliche Schuldige. Das sind nicht die Attentäter, die Betonplatten auf Polizisten werfen. Nein, der Attentäter ist der Polizeipräsident und die Polizei, weil sie keine Kuschelmaßnahmen angewandt haben. Und die Medien flankieren das. Wenn man sich die Presseberichterstattung dazu anschaut, flankieren die Medien das. Die Polizei, falsche Taktik, die Polizei, falsche Strategie. Der Polizeipräsident hat falsch gehandelt. Und das, muss ich sagen, ist letztendlich nichts anderes als psychische Beihilfe gegenüber den Attentätern. Und das zeigt deutlich, dass die politische Linke überhaupt gar keine Berührungsängste hat zu den gewaltbereiten Linken. Ich wollte noch die Frage stellen, eigentlich, welche Rolle die Medien spielen, etwa bei der Mobilisierung, besondere Medien, wenn man in die Media denkt oder an die junge Welt. Aber die haben Sie ja schon beantwortet im Grunde. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, ziehen Sie den Bogen viel größer und konzentrieren sich nicht nur auf linke Medien, sondern auf die Medien allgemein. Ja, auch auf die Staatsmedien. Wenn ich an den G20-Gipfel in Hamburg denke, an dem ersten Abend, als da schon mächtige Angriffe gab von der Antifa und Linksextremisten,
gegenüber Polizei und auch Sachgewalt hieß es dann immer noch, dass es jedenfalls Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten gäbe. Erst als am nächsten Tag es nicht mehr zu verharmlosen waren, weil in sozialen Medien jede Menge Videos kursierten über das, was die gemacht hatten, beispielsweise Betonplatten auf Polizeibeamten zu werfen, dann sind auch die Staatsmedien haben sich etwas verändert. Die Staatsmedien aus meiner Sicht haben gerade beim G20-Gipfel in Hamburg aus meiner Sicht psychische Beihilfe geleistet zu dem, was da stattgefunden hat. Die Staatsmedien laden Leute ein, wie von der interventionistischen Linken, zu Talkshows, so als ob es ganz normale Menschen wären, die ganz normale Diskussionsbeiträge in einer freiheitlichen Demokratie leisten. Nein, es sind Extremisten. Und Extremisten müssen auch von Staatsmedien anders behandelt werden als Demokraten. Aber Sie konstatieren schon, dass es jetzt eine leichte Veränderung gibt, denn auch bei Lina E. kursiert ja nicht nur im Netz diverse Videos, sondern es gab auch das ein oder andere, wie Sie sagen, so in einem Staatsfernsehen zu sehen, wie es Überfälle auf Menschen gab, die dann mit Hämmern und Sprays malträtiert wurden. Also hier die Hoffnung auf einen kleinen Paradigmenwechsel? Das sehe ich jedenfalls an dem Fall Lina E. noch nicht. Ich meine, es waren Gewalttaten, die man nicht mehr klein unter den Teppich kehren konnte. Man hat es zwar versucht, das Verfahren hat jetzt, ich glaube, anderthalb Jahre gedauert. Anderthalb Jahre lang hat man nichts von dem Verfahren gehört, aber auch gar nichts. Hat man in der Tagesschau oder in anderen Medien gehört. Man hat es also unter den Teppich gekehrt, bis eben der Knubbel so groß war unter dem Teppich, dass man drüber stolpern musste. Und dann haben die Medien darüber berichtet. Und ich glaube, in den nächsten Wochen wird das Thema wieder unter den Teppich gekehrt und totgeschwiegen in der Hoffnung, dass Lina Engel und all die Straftaten der Hammerbande unter Antifa, ich sage mal, aus dem Gedächtnis verschwinden. Nein, jetzt haben wir ganz lange über das Warum gesprochen und wir sind uns, denke ich, in der Zusammenfassung Befund einig. Die Frage, die sich daran immer anschließt, zum Ende einer jeden Diskussion, was kann man machen und was sollte man machen? Also meine Frage ganz konkret, Gerhard Schindler, wie sieht es aus bei der Frage der Prävention etwa gegen Extremismus, ganz im Sinne von Hans-Georg Maaßen, nicht links, nicht rechts, sondern dass man Extremismusprävention an unseren Schulen stärken muss? Ich habe vorhin gesagt, dass Frau Schleswig gesagt hat, Linksextremismus wird aufgebauscht und hat alle Mittel letztlich gestrichen. Das kann ja nicht die Antwort sein, oder? Das darf nicht die Antwort sein. Ich glaube, es gibt keinen Königsweg, um das mal vorwegzunehmen. Wenn man den beschreiten würde, dann würde man Extremismus, sei es von links oder rechts oder überhaupt, der Extremismus wäre dann erledigt, bekämpft, tabu, aus. Sondern ich glaube, man muss ganz, ganz viele Module bedienen, angefangen von der Prävention in der Schule. Ich bin nochmal bei meinem Lieblingsthema Sicherheitsdiskurs in Deutschland, aber auch Diskurs, wie geht man miteinander um bei den politischen Parteien. Auch die politischen Parteien haben hier ja eine Vorbildfunktion und ich kann mir gut vorstellen, dass sich dort noch vieles verbessern lässt, wie man mit dem politischen Gegner, auch wenn der einem nicht passt, der aber demokratisch gewählt ist, wie man mit dem vernünftigerweise umgeht. Wenn man politische Gegner immer in die rechte Ecke stellt, sie als Dumpfbacken darstellt, dann muss man sich nicht wundern, dass irgendwann mal einer hingeht und den Hammer rausholt. Also ich glaube, wir können noch in Deutschland viel lernen, wie wir miteinander umgehen, sowohl bei den Medien, in der Gesellschaft, aber auch in der Politik. Und dann wird man immer noch nicht das Thema beendet haben. Dann braucht man gut funktionierende Sicherheitsbehörden. Wir haben hochmotivierte Polizistinnen und Polizisten. Wir haben hochmotivierte Leute in den Nachrichtendiensten. Aber was brauchen sie? Sie brauchen die entsprechenden Befugnisse. Sie müssen also, um eine solche kriminelle Vereinigung wie die Hammerbande rechtzeitig erkennen können, auch die Auslandsbeziehungen erkennen können, müssen sie in der Lage sein, die entsprechenden Daten zu erfassen und auswerten zu dürfen. Und das ist ja vielfach in Deutschland heute noch immer leider verboten, weil der Datenschutz bei uns ja über allem steht. Und da muss man nochmal klug überlegen, inwieweit man die Vorfeldbeobachtung stärkt, damit man frühzeitig genau solche Leute dingfest machen kann. Hans-Georg Maaßen. Wenn wir den Gerhard Schindler jetzt noch mal übersetzen, heißt ja ein Teil seiner Antwort, wir müssen wieder neu lernen, uns mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen. Ich vermute, er hat auch den Umgang mit der AfD gemeint. Halten Sie den Umgang mit der AfD seitens der anderen Parteien für falsch? Und wie erklären Sie sich im Augenblick eigentlich diesen Hype,
der AfD, die ja im Augenblick von Umfrage zu Umfrage immer stärker wird. Ich würde aber vorher noch mal anknüpfen wollen an das, was Gerhard Schindler gesagt hat, was alles auch richtig war. Ich würde nur eins ergänzen wollen. Aus meiner Sicht ist ganz entscheidend, dass die politische Linke in Deutschland, ob es SPD ist oder auch die Grünen, dass sie eine politische Brandmauer hochziehen zwischen sich und dem Linksextremismus. Das passiert nicht, das geschieht nicht. Es kann nicht sein, dass die Hammerbande Menschen foltert und zu Krüppeln schlägt, denen die Knie und Fußgelenke zertrümmert, die im Rollstuhl dann sitzen, und die politische Linke sagt dann, das war zwar nicht schön gewesen, aber es sind ja halt Nazis. Ja, das heißt also, Nazi ist der, der von Antifa als Nazi angesehen wird. Und wie man mit ihm umspringt, das darf man eigentlich. Ist zwar nicht schön, aber so darf man damit umgehen. Ich muss sagen, eine derartige Mentalität, wie sie zum Beispiel der Vorsitzende der Grünen Jugend geäußert hat, hat in einer demokratischen Diskussionskultur nichts zu suchen. Nichts zu suchen. Auch der politische Gegner hat Rechte. Auch der politische Gegner hat ein Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Und es darf nicht sein, dass wir wie in den 20er Jahren in Deutschland, in der Sowjetunion oder in Italien Parteiterrortrupps haben, die über die Straßen laufen, sich Leute willkürlich heraussuchen, die sie als politische Gegner identifizieren und zu Krüppeln schlagen. Das darf nicht passieren. Mein Eindruck ist, in der politischen Linken in Deutschland fällt man wieder in diese alten Denkmuster zurück. Mit dem politischen Gegner darf man alles tun. Jetzt zu Ihrer Frage. Mein Eindruck ist auch, mit Blick auf die AfD meint die politische Linke, man darf mit der AfD alles tun. Weil die politische Linke der Meinung ist, demokratisch ist nur das, was links ist. Das ist der sogenannte demokratische Sozialismus. Das sind die Progressiven. Die AfD ist nicht demokratisch, weil sie eben nicht links ist. Dass diese Mentalität nichts mit der Demokratievorstellung des Grundgesetzes zu tun hat, müsste eigentlich jedem klar sein. Solange die AfD nicht verboten ist, ist das eine legale Partei und unterstehen alle Rechte unter dem Grundgesetz nach Artikel 21 und dem Parteiengesetz zu. Wenn andere Parteien der AfD diese Grundrechte vorenthalten, ist das undemokratisch und zu verurteilen. Jetzt gibt es aber Sicherheitsbehörden, die Teile der AfD immer mal wieder als Beobachtungsfall einstufen oder ganz offen sagen, es ist eine rechtsextreme Partei. Sind das Stellen, die sozusagen politisch involviert sind, was sie eigentlich nicht sein sollten? Oder wie erklären Sie sich diese Entscheidungen im Einzelfall? Also dazu möchte ich zwei sagen. In Deutschland oder ja, man kann sagen, Deutschland und Österreich sind nach meiner Erinnerung die einzigen Staaten in der westlichen Welt, wo ein Inlandsnachrichtendienst Parteien beobachtet. In anderen Ländern gibt es das nicht. Man muss sich, in anderen Ländern kann man sich das auch nicht vorstellen, dass eine regierende Partei den Nachrichtendienst unter Kontrolle hat und der dann dahingehend angewiesen wird, politische Gegner auszuspionieren. Das geht in anderen Staaten nicht. Ich habe mich als Verfassungsschutzchef massiv dafür eingesetzt, dass Deutschland hier diesen Sonderweg verlässt und keine Parteien mehr beobachtet. Es soll sich konzentrieren auf gewaltbereiten Extremismus, soll sich konzentrieren auf Terrorismus und Spionage, aber nicht Parteien beobachten, weil die Beobachtung von Parteien sollte man den Parteien selber überlassen, sich gegenseitig zu beobachten. Aus diesem Grunde habe ich damals auch nicht mehr die Partei Die Linke beobachtet, obwohl die Partei Die Linke natürlich eine extremistische Partei war und ist. Also das ist das eine. Ich bin nicht der Meinung, dass die der Verfassungsschutz Parteien beobachten sollte. Das Zweite ist die Beobachtung durch den Verfassungsschutz, und das ist eine Behörde der Bundesregierung, der Landesregierung, soll letztendlich nur ein Warnhinweis sein. Diese Gruppierung ist extremistisch oder es besteht der Verdacht, dass sie extremistisch ist, dass sie letztendlich einen anderen Verfassungsstaat will. Heißt aber nicht, dass dies eine verbotswürdige Partei ist oder eine verbotene Partei ist. Und solange sie nicht verboten ist, stehen ihr alle Rechte zu. Und über das Verbot einer Partei entscheidet nicht der Verfassungsschutz, auch nicht die Bundesregierung, sondern das Bundesverfassungsgericht. Herr Schindler, teilen Sie das in der Aussage? Ich hätte auf Ihre Frage schlicht und ergreifend darauf hingewiesen, dass wir dasselbe in Grün ja bei den Linken haben. Also wir haben ja da auch die Beobachtung durch den Verfassungsschutz gehabt.
Und haben sie, wenn ich das richtig sehe, für einige kleine Gruppierungen immer noch, eigentlich immer noch, ohne dass da jetzt irgendetwas erkennbar ist, dass sich diese Gesellschaft nur auf einem besseren Weg befindet oder dass das unser System ein Stück weit sicherer macht. Also man darf große Zweifel an diesem System der Beobachtung von politischen Parteien haben. Nochmal zurück zu meinem Thema, was kann man eigentlich tun? Mein Thema war eben die Frage, verstärken wir Prävention an Schulen? Sie haben ja gesagt, welchen Weg Sie sich vorstellen. Nun gibt es vom Deutschen Bundestag, glaube ich, sogar verabschiedet einen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus, gegen Linksextremismus. Gibt es so etwas nicht? Bräuchten wir aber, oder? Hans-Georg Maaßen hat ja eben zu Recht darauf hingewiesen, dass eigentlich diese Unterscheidung zwischen Linksextremismus, Rechtsextremismus, Ausländerextremismus, ich weiß gar nicht, wie die Tierextremisten heißen. Tierrechtsextremismus oder sonst irgendwas. Das ist eigentlich ja eine Diskussion ist, die uns nicht weiterbringt, sondern wir müssen die Ränder der Gesellschaft so unter Kontrolle haben, dass dort keine Gewalt für die rechtschaffenen Bürgerinnen und Bürger hervorkommt. So, wie macht man das? Indem man die Ränder so klein wie möglich hält, also Prävention, Diskussion, Einbinden, sie mitnehmen und alle die, bei denen man es nicht schafft, und es werden leider viele sein, da brauchen wir gut funktionierende Sicherheitsbehörden mit guten Eingriffsbefugnissen und mit gutem Personal. Wir haben gutes Personal, uns fehlen die guten Eingriffsbefugnisse. Da sind wir bei einem Punkt, den wir immer mal wieder miteinander besprechen, nämlich die Frage, welche Befugnisse, welche Möglichkeiten haben eigentlich unsere Sicherheitsbehörden? Wie ist das eigentlich, Hans-Georg Maaßen, wenn ich in andere Länder gucke, Italien, Frankreich? Sie sind ja auch jemand, der nicht nur international tätig war, sondern immer noch international tätig ist. Wenn so ein Vergleich angestellt wird, wie sähe der aus? Also mein Eindruck ist, in Deutschland sind die Sicherheitsbehörden in Teilen finanziell und ressourcenmäßig gut oder zumindest ordentlich ausgestattet. Allein, und das ist dann der Vergleich mit anderen Staaten, was die Befugnislage angeht, sieht es schlechter aus. Was die Eingriffsmöglichkeiten der Polizeibehörden angeht, was die Möglichkeiten der Nachrichtendienste angeht, ob das jetzt nun eine strategische Fernmeldeüberwachung im Inland ist, ob das Datenspeicherung angeht und so weiter. Da hatte ich immer den Eindruck, dass das Parlament den Sicherheitsbehörden lieber Geld, lieber Ressourcen zur Verfügung stellt, eben als die Befugnisse, die eigentlich notwendiger wären. Das ist auch billiger, muss ich sagen, für den Steuerzahler. Mir kam es manchmal so vor, man hat uns lieber Holzgewehre gegeben, aber dafür in Übermaß. Nur mit Holzgewehren und vielen Polizeibeamten, Verfassungsschützern kann man letztendlich keine Terroristen jagen. Meine Herren, mit Blick auf die Uhr, ich danke für die Diskussion. Das Thema wird uns, da bin ich ganz sicher, auch noch in den nächsten Sendungen immer mal wieder begleiten und beschäftigen. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, auch diese Ausgabe war für Sie wieder unterhaltsam und zwar spannend und interessant. Ich danke dafür, dass Sie eingeschaltet haben. Machen Sie es gut und schönen Abend. Tschüss, Ihr Frank Hinkel.